Weil viele erzählen ja auch immer, jo klar, mach jetzt hier bei mir Coaching und dann bist du komplett frei und hast dann in einem Jahr von 100.000 auf 30 Millionen gemacht. Also wir möchten, dass sowas wie eine Harmonie auch ist im Büro. Klar gibt es auch mal eine krasse Ansage. Also für mich ist das jetzt echt eine Entlastung, wenn ich merke, die Mitarbeiter ziehen mit, die haben eine ähnliche Vision. Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk. So, herzlich willkommen zum Handwerksschmiede Real Talk Podcast. Heute mein erster Online-Podcast, denn meine Gäste kommen von etwas weiter weg, aber ich freue mich dennoch, dass wir uns jetzt hier sehen, denn wir sind ja schon ganz gut digital aufgestellt, wir auch, ihr auch. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Sabine, lieber André, herzlich willkommen. Hallo, Wir freuen uns auch. Danke für die Einladung. Freut ihr euch? Ja, ne? Ja, total. Doch. Sehr cool. Pass auf, wir legen direkt los. Hier wird Real Talk gesprochen und wir nehmen kein Blatt vor den Mund, denn genau das schätzen ja unsere Hörer und Zuseher auch bei YouTube, dass wir hier gerade raussprechen. Wir wollen natürlich den bestmöglichen Mehrwert für unsere Gäste raushauen und für unsere Zuhörer, denn mir macht das halt auch richtig Spaß und ich höre immer wieder, boah, Libo, ich habe deinen Podcast dreimal schon gehört, alle Folgen 3, 4 Mal und ich habe hier schon viele Sachen implementiert. Der ist natürlich nicht so gut, nur weil ich das alleine mache, sondern natürlich, weil ich immer ganz viele besondere Gäste habe und Partnerbetriebe. Zu eurer Geschichte kurz. Ihr wart ja Partnerbetrieb bei uns 2 Jahre, glaube ich, ne, war das. Genau. Und haben da sehr, sehr intensiv dran gearbeitet, am Mindset, an der Firmenstruktur, an der Mitarbeitergewinnung, an der Positionierung, Neukundengewinnung. Wie ist das denn jetzt nach der Zeit nach uns, also nach der Handwerksschmiede? Was hat sich jetzt nachgelagert, wenn ihr so drüber nachdenkt, nachhaltig verändert bei euch? Und wie geht ihr weiter mit Herausforderungen um? Wir schauen uns immer an, wer von uns beiden anfängt. Wer als Erster sprechen darf. Wir haben gestern Abend auch noch mal so eine Runde zusammen, haben überlegt, was hat sich so nachhaltig verändert. Und haben wir erstmal geblasen. Und es hat uns ganz gut getan, weil es sind echt viele Sachen, die hängen geblieben sind. Also es ist viel, die erstes, wir haben eigene Mitarbeiter eingestellt, haben uns daran getraut. Zur Erklärung, wir machen Innenraumakustik, Trockenbau und haben alles mit Nachunternehmern abgedeckt. Und hatten da auch so ein bisschen eigene Blockaden im Kopf. Und die haben aber jetzt auf die Seite, nein, nicht auf die Seite geschoben. Wir haben uns verändert und haben Mitarbeiter jetzt eingestellt. Bauleiter, jetzt haben wir noch eine Unterstützung im Backoffice, 2 Monteure. Und das war eine der Veränderungen, diese Einstellung am Mindset in dem Bereich. Okay. Du hast gerade gesagt, das war wirklich schön. Wir haben das nicht auf Seite gepackt, sondern wir haben es verändert. Was war grundlegend der Grund dafür, quasi euch zu verändern? Also, wie habt ihr es geschafft auch? Also, was hat euch dazu bestärkt, dann auch wirklich zu sagen, okay, wir arbeiten an uns selber und wir müssen uns ändern? Denn das Problem haben ja die meisten Handwerker. Für mich war, ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich so einen Satz oder 2 Sätze für mich festgelegt habe. Der eine war, es gibt nichts, was es nicht gibt. Jeder Tag ist neu. Es passiert immer irgendwas Spannendes Neues. Und ich habe irgendwann für mich eben diesen Satz, es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Also mir kann alles passieren, alles begegnen im Leben. Und dann aber die Festlegung für mich, es gibt immer einen Weg. Okay, cool, mega. Egal was passiert, es gibt immer einen Weg. Wir finden immer eine Lösung. Und man geht einfach jeden Tag Schritt für Schritt weiter, ein Schritt nach dem anderen. Und natürlich machen wir auch Fehler. Das ist uns bewusst, das ist klar, das macht jeder. Aber das Ding ist einfach, dass man dadurch ganz viel lernt. Ja. Dass man durch die Fehler, die wir machen und dieses immer wieder zurückschauen, wie war das, wie war die Reise,
war das gut? Was behalten wir? Was brauchen wir nicht behalten? Einfach immer wieder auch zusammen im Austausch bleiben. Okay, cool. Das war ja sicherlich auch nicht einfach, sag ich mal, von der Struktur, die ihr hattet, mit Subunternehmern zu arbeiten, jetzt zu eigenen Mitarbeitern zu kommen und diese Entscheidung auch zu treffen. Da haben wir ja auch lange drüber gesprochen. Wir haben das auch lange, ja, nicht nur besprochen, sondern auch ausführlich diskutiert, diesen Schritt auch zu gehen. Was war am Ende, André, für dich der entscheidende Punkt zu sagen, okay, ich baue mein Unternehmen mit eigenen Mitarbeitern auf? Es ist so eine Qualitätsgeschichte und so eine Schnelligkeitsgeschichte. Man hat halt mit eigenen mal andere Möglichkeiten zu reagieren, wenn irgendwo mal was nicht so gut läuft. Du kannst diese, es ist viel leichter, so Sachen wie zum Beispiel Videos für Sachen, die man als Standard festlegt. Ja, wir sind dann noch dran am Arbeiten, weil das alles noch sehr, sehr frisch ist. Also zu sagen, okay, das ist ein Standard bei uns, dass wir hinten am Moosgummi drauf machen aufs Profil. Mhm. Und das kann ich den Jungs halt einfach viel leichter beibringen, als wenn ich jedes Mal einen anderen Nachunternehmer oder so weiter habe. Und diese ganze Infrastruktur drumherum. Und dieser Qualitätsgedanke zu sagen, ich habe Leute, die wissen, was wir vorhaben und die ziehen da auch an einem Strang mit. Ja. Das war für mich dann der Punkt zu sagen, okay, wir trauen uns dieses Wagnis. Weil es gerade im Trockenbau echt eine Herausforderung ist, ja. Also auch bei uns hier in der Region, weil da viel einfach über Nachunternehmer läuft. Und ja, und es ist eine Herausforderung. Es sind viele Sachen, wie wir gedacht haben, die laufen, wo wir jetzt sagen, nee, laufen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Mit verschriftlichen mal was, da arbeiten wir zusammen, aber das machen wir auch nicht so alleine von oben herab. Da sind wir einfach ein Ticken anders gestrickt als vielleicht die Standard-Handwerksunternehmen. Ja. Das spiegeln uns unsere Jungs auch immer so ein bisschen wieder, wenn sie uns da mit großen Augen anschauen. Jetzt tun sich ja immer wieder Handwerker auch schwer zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt, eigene Mitarbeiter einzustellen, mehr Mitarbeiter einzustellen. Wie wichtig ist es, ne, deiner Meinung nach, vor allen Dingen am Anfang, wenn man diesen Schritt geht, mit eigenen Mitarbeitern zu arbeiten, dort auch motivierte Mitarbeiter zu haben, die quasi ja so im Backup, ja, im Inner Circle dieser Firma das Ganze mit aufbauen. Wie entscheidend ist das für euch? Das ist brutal wichtig. Ja. Also ohne kämpfst du ja auf verlorenem Posten. Also da bist du dann ja wieder bei dem, du machst alles alleine. Und also für mich ist das jetzt echt eine Entlastung, wenn ich merke, die Mitarbeiter ziehen mit, die haben eine ähnliche Vision. Wir wollen hier in der Region der beste Trockenbauer sein, bekannteste. Das ist für uns ein langer Weg, weil wir sind bis jetzt rein aus dem Empfehlungsgeschäft nicht sichtbar. Und wenn da jemand das mitzieht und dann auch mal ein Video macht oder sagt, okay, ich stehe nicht so gern vor der Kamera, aber wenn du es machst, wir wollen dahin, dann machen wir das halt, ne? Ja. Und eigene Ideen mit einbringt und Herausforderungen sieht. Und wir sprechen ja ganz viel im Unternehmen. Wir machen MMB-Sitzungen, ja, wo jeder sich einbringen kann. Auch mal sagen kann, hey, da habe ich eine Idee, da läuft irgendwas nicht so toll. Da wollte ich gerade hinaus. Was für Strategien nutzt ihr denn, um quasi Mitarbeiter mit auf den Weg zu nehmen? Du hast gerade von der MMB-Sitzung gesprochen. Viele wissen ja gar nicht, was eine MMB-Sitzung ist. Kurze Aufklärung für euch. MMB heißt Mach mich besser, wo wir Mitarbeiter mit einbeziehen in die Entwicklung des Unternehmens, so dass sie auch Mitspracherecht haben. Das könnte eine Strategie sein für euch. Also nimmt das direkt jetzt hier für euch natürlich mit. Aber was nutzt du noch? Also wie kriegst du die Mitarbeiter emotional quasi auf dem Level hin zu sagen, okay, wir machen das Ganze nicht nur für den Chef hier, damit der ein besseres Leben hat, sondern wir machen das halt auch für uns. Wie nimmst du die dort emotional mit? Das sind viele kleine Schritte. Mhm. Und wir haben es uns, also es geht schon los, wenn wir Menschen ins Unternehmen holen, dass wir einen Persönlichkeitstest, einen kurzen mitschicken, einfach um zu sehen, Mensch, wie ticken die? Sind die für die Stelle, passt es wie Arsch auf Eimer? Oder gibt es Sachen, die man vielleicht berücksichtigen muss, weil du hast nicht immer den Perfekten? Und wo muss man da aufpassen? Was sind so die Bedürfnisse und Wünsche des Mitarbeiters? Wo kann man den hinsetzen? Was liegt ihm? Was wird ihm wahrscheinlich nicht liegen? Solche Sachen, da schauen wir halt sehr genau drauf. Und dass das, wenn sie schon mitkommen, und wir sind auch ganz klar offen, wir haben Firmenwerte. Mhm. Ja,
die kommunizieren wir auch und sagen euch zu, das ist uns wichtig. Und das sind einzelne Worte, aber was versteckt sich dahinter, was verstehen wir drunter? Dass die einfach wissen, worauf sie sich hier einlassen, wenn sie zu uns kommen. Ja. Ja, also das ist schon der Prozess, bevor sie überhaupt dann reinkommen. Ja, magst du ein bisschen was erzählen, wenn sie dann da sind? Ich hätte gerne noch einen Punkt gesagt, was uns auch total wichtig ist, im persönlichen Gespräch, also im Bewerbungsgespräch, auch ganz klar uns als Firma, wie ticken wir, was ist uns wichtig, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit, was ist uns wichtig, gerade im Team, auch das ganz klar darzustellen, damit der Bewerber, vielleicht auch zukünftige Mitarbeiter, dann genau weiß, was erwartet mich da, wie ticken die da, passt es zu mir, will ich überhaupt so arbeiten, will ich das so leben, weil für uns schon der Teamgedanke sehr wichtig ist. Also wir möchten, dass sowas wie eine Harmonie auch ist im Büro. Klar, ja, gibt es auch mal eine krasse Ansage. Ich kann auch morgens reinkommen und mal sagen, hey, dein Auto draußen ist total dreckig, gefällt mir nicht, muss mal in die Waschstraße. Ja. Ist ja auch unser Firmenfahrzeug. Aber trotzdem möchte ich, dass wir als Persönlichkeiten einfach zusammenpassen. Und wenn dann ein Mitarbeiter neu zu uns kommt, bekommt er erstmal einen ganz klaren Einarbeitungsplan, wo drin steht, welche Themen, also anhand seiner Stellenbeschreibung auch, welche Themen sind seine, was muss er da lernen und vor allem, wer ist der Ansprechpartner dafür? Wer kümmert sich darum? Wo kannst du hingehen? Beziehungsweise der wird dann auf dich zukommen, weil du zu dem und dem Thema eine Info bekommst. Ja, mega. Ja, ist schon eine Arbeit. Dann versuchen wir auch Videos zu machen in unserer Memberspot-Akademie zu den Themen noch, also zu der Einarbeitung, zu der persönlichen Einarbeitung zusätzlich nochmal genau diese Themen auch nochmal als Video abgespeichert, damit der neue Mitarbeiter dann immer wieder zugreifen kann, wenn er mal was vergessen hat oder nicht richtig aufgeschrieben hat, einfach nochmal nachschauen kann, damit er für sich auch das Gefühl hat, ich muss nicht ständig wie so ein kleiner Neuling immer wieder hingehen und nachfragen, sondern sich auch, ich nenne es jetzt einfach mal als vollwertiger Mitarbeiter, ja, ziemlich von Anfang an fühlen kann und darf. Extrem wichtig. Also da seid ihr ja schon vielen Handwerksbetrieben meilenweit voraus. Ja, vor allen Dingen mit einer eigenen Membersport-Akademie wird das Leben auf jeden Fall auch einfacher. Und also nicht nur für uns, sondern für den Mitarbeiter, wie du schon sagst, ist es extrem wichtig, nicht für jede Kleinigkeit den Chef oder die Chefin irgendwie anzurufen, hey, hör mal, wie ist denn das, sondern er hat selber die Möglichkeit zuzugreifen. Natürlich sind wir trotzdem da für unsere Mitarbeiter, wenn irgendwas ist, aber wir müssen denen natürlich die Möglichkeit geben, ja, sich selber zu entwickeln, das Ganze mitzuentwickeln. Ich hatte gestern noch ein geiles Telefonat mit einer Teilnehmerin von uns, die jetzt quasi einen Bauleiter einstellen wollen. So, und dann hat sie in die Gruppe geschrieben, so, hey, ich weiß gar nicht, wieso richtig das Vorstellungsgespräch führen soll, ob ich zu viel erzähle, zu wenig erzähle, was soll ich da machen? Ich sage, pass auf, lass mal kurz 10 Minuten quatschen, so wie ich bin. Und dann habe ich sie angerufen. Ich war auf dem Weg zu einer Baustelle zu meinen Jungs, weil ich gerade am Vorbeifahren war, habe denen noch einen Kaffee gebracht und dann habe ich gesagt, pass auf, lass uns mal eben telefonieren. So, und dann, das war so krass, dann hat sie mir wirklich die Frage gestellt, okay, was kann ich überhaupt für Fragen stellen? Also es gibt ja diese Standardfragen, wo willst du hin und was willst du machen, ne? Aber so wirklich darauf eingehen, welche Stelle er zu besetzen hat, welche Aufgaben, Rechte und Pflichten auch dahinter sind, da trauen sich viele im Bewerbungsgespräch das zu fragen, weil sie denken, ja nicht, dass ich jetzt zu viel fordere. Meine Antwort, ne, sie hatte Angst, diese Fragen zu stellen, so, ne, also ey, soll ich denn ganz klar sagen, was er hier zu tun hat und so weiter und so fort, nicht, dass der abgeschreckt wird. Und da habe ich ganz klar gesagt, hör mal, also wenn du das im Bewerbungsgespräch nicht machen kannst, ja, und mit dem offen über solche Sachen kommunizieren kannst, wie soll das denn nachgelagert werden, wenn er bei dir im Betrieb ist, ja, dann Sachen zu akzeptieren oder eine Veränderung anzustreben. Und deswegen muss doch von vornherein klar sein, passt der Mitarbeiter nicht nur menschlich im Familienbetrieb zu uns rein, sondern das, was genauso wichtig ist, ist ja auch, er hat ja Bock
auch Sachen voranzutreiben? Wie ist er selber in der Führungsposition, in der Mitarbeiterkommunikation? Wie geht er selber mit Herausforderungen um? Und ich sage, hey, bring doch einfach ganz easy Beispiele im Bewerbungsgespräch. Sowas wie, hey, pass auf, Mitarbeiter hat jetzt zum dritten Mal die Woche irgendwie Mist gebaut, immer wieder das Gleiche. Wie würdest du jetzt mit dieser Situation umgehen? So, du weißt ja selber, wie du mit solchen Situationen umgehst und wünschst dir ja dieses Verhalten ja auch von deiner Führungsperson. So, und jetzt musst du ja nur gespannt sein auf die Antwort, die er gibt. Dann weißt du ja eigentlich schon, ob er zu dir passt oder nicht. Da hast du recht. So, deswegen bin ich immer auch ein Freund davon, im Bewerbungsgespräche viel tiefer reinzugehen, so das Letzte rauszukitzeln. Ja? Und mir ist ganz oft gar nicht so wichtig, dass er die ultimative Fachkompetenz dahinter hat. Klar muss er kompetent sein, er muss wissen, was er tut, ja, sondern mir ist viel, viel wichtiger, was sehe ich in seinen Augen? Ja? Sitzt er mir gegenüber und seine Augen leuchten, wenn ich dem von meiner Geschichte erzähle und er hat Bock, bei mir zu arbeiten und möchte sich entwickeln und vorankommen? Oder sagt er, nee, ich bin absoluter Profi jetzt in dem und dem Bereich, so, aber lass mich bloß in Ruhe mit allem anderen. Und man merkt es, ja. Und ich entscheide ganz oft gar nicht nach der fachlichen Kompetenz, ja, sondern eher, okay, wie sitzt mir jemand gegenüber und wie kann ich diesen Mitarbeiter halt aufbauen und wie sehen seine Augen mich gerade an? Also leuchten die Augen oder will er jetzt einfach nur einen Job und beim nächsten Vorstellungsgespräch, wo der 300 Euro mehr kriegt, ist er auch wieder weg. Spürt man da so ein Feuer, das hört sich abgedroschen an, aber es ist so, wenn du da jemand gegenüber sitzen hast, der einfach seine Fachkompetenz runterbetet, was er alles schon gemacht hat und wie toll das ist und so weiter, was er alles irgendwie gemacht hat, aber auch vielleicht für unsere Firma, für das, wo wir hinwollen, kaum Interesse zeigt. Das nützt mir dann die Fachkompetenz. Ja. Wenn ich da jemanden habe, der nicht einfach mit uns an diesem Strang zieht und Gas gibt. Jetzt habt ihr natürlich auch schon gute Prozesse aufgebaut, die ihr aufgesetzt habt, die natürlich sich jetzt nochmal verändern mit der Einstellung eigener Mitarbeiter. Und sag mal, wenn du jetzt einen Mitarbeiter einstellst und sagst, pass auf, wir haben die und die Prozesse. So, und ihr merkt jetzt im Laufe der nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, okay, das passt doch nicht so. Wie nimmst du den Mitarbeiter dort mit in diesem Veränderungsprozess, dass wir bestehende Prozesse auch nochmal verändern müssen oder sollten? Wie nimmst du den dort emotional mit, sodass er nicht nur das Gefühl hat, jo, wir ändern jetzt hier nur alles für den Chef, sondern ey, wir ändern auch was für uns gemeinsam. Wie gehst du das emotional an? Ich weiß, dass Mitarbeiterkommunikation, Mitarbeiterführung bei dir ein ganz, ganz großes Thema immer war, weil du ja von dir selber nicht so krass überzeugt warst. Und ich habe immer wieder gesagt, hey, du bist ein geiler Chef, du kannst das super gut und man merkt halt einfach, dass du mit Herz an der Sache ran bist. Mittlerweile hat sich das hoffentlich auch ein bisschen verändert bei dir, in der ganzen Geschichte. Wie machst du das und wie war dieser Veränderungsprozess auch für dich? Es ist auf meiner Seite natürlich ein Eintreten und überzeugt sein davon, dass diese Ziele, diese Vision, die wir hier haben, dass die richtig ist und dass ich dahin will und dass ich da Mitstreiter brauche, die zu mir passen, aber ich muss es halt auch kommunizieren und dafür eintreten. Das ist manchmal nicht ganz leicht. Und da darf ich immer noch dazulernen. Und da gehe ich halt weiter vorwärts. Und das andere ist halt wirklich dann das Gegenüber suchen, das Gespräch suchen. Mhm. Und natürlich die Argumente, die man hat für eine Veränderung, gibt es immer einen Grund. Ja, man ist mit irgendwas unzufrieden oder hat den Eindruck, es läuft nicht glatt. Und da muss man mit dem Mitarbeiter reden. Und es liegt ja nicht immer an ihm, also ganz selten eigentlich, sondern manchmal, wir hatten das Thema, genau, wir hatten das Thema jetzt letztens auf einer Baustelle, war eine Privatbaustelle und wir haben so ein Unterdruck-Luftgerät, um einen Unterdruck da zu erzeugen, wo wir arbeiten, damit einfach der Staub, der da entsteht, gleich weggesaugt wird und raustransportiert wird. Läuft durch einen Filter und läuft raus. Ja. Weil ich den Jungs, bevor ich in Urlaub gefahren bin, gesagt habe, Leute, auf der Baustelle jetzt, ganz wichtig, setzt das Gerät ein, da wo ihr arbeitet, den Schlauch hin, Abluft raus zu einem Fenster. Und auch mit dem Bauleiter das besprochen. Und der kam am ersten Tag so auf die Baustelle und das Gerät stand so ein bisschen stiefmütterlich abseits. Und er hat dann einfach mit den Jungs das Gespräch gesucht,
hat ein bisschen gedauert, aber hat ihnen nochmal erklärt, wozu das ist, was das Gerät wirklich macht, was der Vorteil für uns ist. Und dann war das auf einmal klar, dann haben sie es begriffen und dann haben sie es auch eingesetzt. Also da war der Punkt bei uns, wir haben gesagt, benutzt das bitte, aber wieso diesen zusätzlichen Aufwand in Anführungszeichen, was der Vorteil ist, auch für sie, dass sie nachher eben weniger zum Putzen haben, das haben wir nicht kommuniziert. Ja, sondern das haben wir jetzt nochmal extra gemacht und dann war es gut. Und dann haben sie es eingesetzt und... Extrem wichtiger Punkt in der Mitarbeiterführung, nicht nur zu sagen, jo, das müssen wir jetzt so machen, sondern warum müssen wir das so machen? Also was haben wir nicht nur in der Firma davon, sondern was habt ihr vor allen Dingen davon? Genau. Ja, das ist, es ist eine Sache, Prozesse zu schaffen und zu sagen, so machen wir das jetzt und fertig. Und dann wird sich die Hälfte nicht damit identifizieren oder hey, so machen wir das jetzt. Und das Ding ist aber, warum machen wir das jetzt so? Ja, also welche Vorteile, und das ist doch immer so im Leben, dass auch Mitarbeiter, Arbeitnehmer Ziele haben in ihrem Leben, ja, diese Ziele erreichen wollen, aber gar nicht oft wissen, wie sie diese Ziele erreichen. Und wir als Unternehmer, als Selbstständige sind in der Pflicht, Mitarbeiter dorthin zu bringen, wo wir sie haben wollen. Wir sind in der Pflicht, Stärken zu erkennen bei unseren Mitarbeitern und diese Stärken zu stärken und nicht immer nur auf den Schwächen rumzuhacken und versuchen, die Schwächen stärker zu machen. Ja. Ja. Wir sind auch in der Pflicht, genau das zu erkennen, wo Mitarbeiter gut eingesetzt werden können und wo Mitarbeiter schlecht eingesetzt werden können. Ja? Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe das in der Firma erlebt, weil dann auf den eigenen rumgehackt wurde. Das war so Teil dieses Mindsets, was ich hatte. Aber im Endeffekt war das Thema, dass man die Jungs oftmals falsch eingesetzt hat, schnell so als Feuerwehr mit gefährlichem Halbwissen da irgendwo hingeschubst. Ja. Nach dem Motto, da brennt es eh schon und ich will mich nicht richtig drum kümmern, regelier das jetzt mal. Ja, genau. Und das ist halt das Schlimmste, was du einem Mitarbeiter antun kannst. Ja. Sag mal, diese MMB-Meetings, wie oft führt ihr die so? Wir haben sie jetzt am Anfang öfters gemacht. Mhm. Alle 4 Wochen, jetzt war leider ein bisschen Urlaubszeit, da sind wir ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Aber Ziel ist eigentlich jetzt am Anfang alle 4 Wochen und dann später mal, wenn die Sachen so am Laufen sind, dass man dann auch vielleicht mal alle 2 Monate macht. Ja, also im Veränderungsprozess alle 4 bis 6 Wochen ist tipptopp. Wir machen zum Beispiel, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, ich mache alle 3 Monate mache ich eine große MMB-Sitzung. Ja, aber bei uns ja ist ja schon ganz viel klar. Alle 3 Monate wirklich so eine große, die geht dann 3-4 Stündchen mit allem Zip und Zap und so, mit Grillen und Würstchen und allem, was dazugehört. Ja. Und alle 6 Wochen, also quasi genau in der Hälfte, mache ich eine ganz kleine, die geht dann höchstens eine halbe Stunde, 30 bis 60 Minuten, wo man quasi Sachen aufsaugt, die in den letzten Wochen passiert ist, um diese besser zu machen. Es ist ständig, egal wie weit ein Handwerksbetrieb ist, in der Digitalisierung, im Handwerk passiert immer irgendwas, was wieder verändert werden muss, wo man das Ganze entwickeln muss. Ich finde das eigentlich ziemlich geil, weil damit die Firma ja immer wieder lebt und so weiter. Und wir sind ja jetzt auch keine Handwerker, die sagen, jo, ich will jetzt gar nichts mehr machen und will auf Bali irgendwie am Sandstrand liegen, ja. Sondern wir wollen ja auch arbeiten. Und wir wollen arbeiten und wir wollen auch was verändern. Und das finde ich wirklich extrem wichtig, dass man das halt auch für sich erkannt hat. Weil viele erzählen ja auch immer, jo, klar, mach jetzt hier bei mir Coaching und dann bist du komplett frei und hast dann in einem Jahr von 100.000 auf 30 Millionen gemacht. Gibt es ja ganz oft so, gibt es ja wirklich. Weißt du, oder es gibt auch welche, die skalieren, Mitarbeiter, aber vergessen, okay, was passiert eigentlich mit dieser Skalierung, mit diesem Wachstum, mit dem eigenen Selbst und ich? Ja. Was passiert mit der Familie, was passiert mit der Frau, was passiert mit den Kindern? Und ich habe eine kleine Überraschung für euch natürlich, nachdem ich jetzt die letzte Frage gestellt habe, was nicht im Redaktionsplan drin steht, denn wir hatten ja auch mal zu viert ein Gespräch. Darüber würde ich auch gerne nochmal sprechen, denn das ist, ich habe extra gesagt, wir packen das nicht mit rein, ich möchte, dass die unvorbereitet da reingehen, weil ich möchte natürlich, dass es authentisch und ehrlich rüberkommt. Aber eine Frage noch zu dieser Mitarbeitergeschichte. Wenn du jetzt mal einen unmotivierten Mitarbeiter hast, wie kriegst du den wieder auf Level? Wie kriegst du den wieder dahin, ja, mitzuschaffen, ihn wieder mitzunehmen auf deinen Weg? Machst du das so im Vorbeigehen? Holst du den wirklich offiziell ran? Nee, also wenn, dann musst du das persönliche Gespräch suchen. Mhm.
Und es kann ja viele, viele Ursachen haben, warum er jetzt demotiviert ist. Und du musst, den Grund musst du halt herausfinden. Ist klar, du hast schon von den Persönlichkeitstypen, weißt du vielleicht, was ihm jetzt vielleicht wichtig ist. Und vielleicht ist das jetzt eine Person, die immer so ein bisschen Abwechslung braucht. Und den hast du jetzt auf eine Baustelle gesteckt, wo 4000 Quadratmeter immer Platte hinschrauben und nächste Platte hinschrauben. Ja, ja. Da geht er natürlich ein wie eine Prime, ne? Ja. Vielleicht ist es sowas, dass es jetzt irgendwo gerade an der Baustelle liegt und an dem, wie es arbeitet. Vielleicht ist es was Persönliches. Und da mussten erstmal abholen und das herausfinden. Und dann muss man natürlich gemeinsam versuchen, okay, kriegen wir irgendwie eine Veränderung hin? Mhm. Können wir irgendwas tun? Können wir dich irgendwo unterstützen? Können wir dir irgendwie helfen? Dass du wieder motiviert bist, dass du wieder deine Freude hier an dem Job findest, dein Warum. Ne? Ja. So kriegt man es nur hin. So gehen wir das auch an, wenn wir jetzt irgendwo merken, da ist ja irgendwo auch wie. Oder es sind irgendwelche Befürchtungen oder Ängste oder was. Ja, oder auch, ne? auch private Geschichten, die gerade nicht gut laufen. Stress zu Hause mit Frauchen, mit Kindern, irgendwas ist. Ne? Auch solche Sachen, finde ich, sind wir in der Pflicht natürlich auch zu erkennen, Mitarbeitern dabei zu unterstützen, wenn sie das natürlich nicht ausnutzen. Ja, und wenn wir gute Mitarbeiter haben und voranbringen. Ja, mega. Sehr cool. So, jetzt mal außerhalb des Redaktionsplans. Ich bin 23 Jahre mit meiner Frau zusammen, 15 Jahre verheiratet. Und haben alles durch. Alles. Von, wir hatten nichts zu essen zu Hause, bis ich war arbeitslos und wir hatten keinen Job, bis wir wandern aus, bis wir kommen wieder hierhin. Ich als normaler Arbeitnehmer, immer pleite, keine Kohle, Schulden, Krankheit, alles möglich. Familientragödien, die passiert sind auch. Kinder bekommen, viele Höhen und Tiefen, die wir gemeistert haben. Und mittlerweile haben wir uns echt unser Traumleben geschaffen. Dadurch, dass ich es geschafft habe, mein Traumleben zu finden. Ja, denn wir haben, wir lieben uns und wir sind lange zusammen und wir haben alles durch und wir setzen aufeinander. Nichtsdestotrotz, als ich noch nicht mein Traumleben hatte, mein gewünschtes Leben im Unternehmerdasein, ja, nochmal, Traumleben heißt nicht, auf Bali zu liegen, sondern Traumleben heißt für mich, die Zeit so zu investieren, wie ich sie möchte und auch dann Zeit aufzubringen für Sachen, weil ich das möchte. Das habe ich jetzt die letzten 2 bis 4 Jahre geschafft, was ziemlich cool ist. Meine Frau war in dieser Zeit eigentlich immer gleich, nur dass wir die Jahre davor uns oft in die Haare gekriegt haben, weil ich unzufrieden war, weil ich mein Leben noch nicht erreicht hatte. Mittlerweile, wo ich das erreicht habe, merken wir, dass es viel besser connected. Und ich glaube, dass diese Hürden und diesen Weg, den ich gegangen bin, den natürlich auch viele Handwerker gehen mit Frau. Und oft ist es so, dass die Frau ja auch noch im Betrieb auch mitarbeitet, eine große Rolle spielt im Betrieb, nicht nur an der Seite des Mannes zu sein auch und sich auch mal den Scheiß nach der Arbeit anzuhören sozusagen, ja, sondern auch im Betrieb eine tragende Rolle spielen kann und ist auch eine tragende Rolle, um das gemeinsam quasi aufzubauen. Jetzt seid ihr ja auch schon Ewigkeiten zusammen, glaube ich, ne? Wie lange? Ja. Fast 20 Jahre verheiratet. Fast 20 Jahre verheiratet, auch Kinder und so weiter. Und ihr hattet ja auch viele Hürden und Hindernisse. Und viele Sachen auch während des Coachings in der Veränderung, wo André sich quasi verändert hat und Sachen dann nicht so umgesetzt hat wie gewünscht und so weiter. Wo auch viel gesprochen wurde, viel diskutiert worden ist, auch mal richtig in einem Tief waren und so weiter. Ne? Wie ist es gerade bei euch? Denn damals, als wir den Call gemacht haben, das war so krass für mich, als ihr gesagt habt, ach krass, sowas habt ihr beide auch? Ja, da habt ihr zu meiner Frau und ich meine, es war der einzige Call, wo meine Frau wirklich drin war. Seitdem haben wir nie wieder zusammen einen Call gehalten. Wo ihr mich dann gefragt habt, meine Frau gesagt, klar, können wir machen, dass ihr dann gefragt habt, ach klar, so ist das auch bei euch, echt heftig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich hat man diese Hürden und diese die Sachen, die man gemeinsam meistern muss, haben wir auch. Und für mich ist extrem wichtig, die Meinung meiner Frau in meiner Entscheidungsfindung,
Ist extrem wichtig. Nichtsdestotrotz setze ich nicht immer darauf, was sie sagt, sondern ziehe mein eigenes Ding durch. Für mich ist aber extrem wichtig, dass sie dann trotzdem mit mir mitmacht. Wie hat sich das bei euch die letzten 2 Jahre entwickelt? Merkt ihr da eine Entwicklung auch auf privater Ebene? Vor allen Dingen die Frage an dich, Sabine. Wie hat sich André die letzten Jahre verändert? Ne, dass wir da noch nicht auf dem High Level sind, ist völlig klar. Deinen Traumwunsch erreicht zu haben. Aber merkst du da für dich eine Entwicklung, dass sich Sachen verbessern oder André ganz anders mit Herausforderungen umgeht? Auch in der Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Doch, muss ich schon so sagen. Das ist so, er hat sich verändert. Für mich ist total krass dieses veränderte Verantwortungsbewusstsein. Gegenüber euch? Bei uns privat, aber auch in der Firma sowieso. Ja. Wo ich aber gemerkt habe, das kam im Privaten dann Schritt für Schritt auch hinterher. Auch viel dadurch, als er sich selbstständig gemacht hat, ich war zwar von Anfang an dabei, aber mehr einfach in diesem verwaltungstechnischen Kontext. Und seit wir das Coaching bei dir gemacht haben, immer mehr auch mehr in verantwortlichen Bereichen mit dabei. Aber ich habe Stück für Stück mehr verstanden, was er tagsüber reißt, sage ich mal, was hier alles abgeht. Und konnte einfach dann mehr nachvollziehen, was ihn beschäftigt, mit was er kämpft, welche Themen bei ihm am Tisch liegen, was das heißt, was das für Dimensionen sind. Und konnte dann dadurch auch wieder nachvollziehen, dass vielleicht es manchmal gar nicht mehr möglich war, im Privaten auch diese Verantwortung auch so zu tragen, weil einfach auch mal die Luft aus ist oder man sich irgendwie auch mal danach sehnt, eine halbe Stunde einfach nur 1000 Meter blöd glotzen. Ja. Das hat mir extrem geholfen und dadurch konnte man auch wieder mehr eine Ebene finden, sich gegenseitig auszutauschen. Ja. Offen sich auszutauschen, wie geht's mir gerade, was ist gerade, und man konnte es gegenseitig einfach mehr nachvollziehen. Extrem wichtiger Punkt. Du sprichst mir aus der Seele. Wir hatten ja am Samstag unseren Handwerkskongress und da war ein Pärchen da. Ja. Vanessa Cavallo, selbstständige Malermeisterin, und der Mann arbeitet im Unternehmen und ist Maler. Ja. Und die hat den mitgenommen zu unserem Event. Und dann kam er zur Pause zu mir und sagte: Du hast so krass gerade mir Sachen aufgezeigt, die ich niemals verstanden habe, wenn meine Frau mir diese erzählt hat. Sie ist die Chefin. Ja. Ja. Und ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt in der Beziehung, wenn man gemeinsam ein Unternehmen aufbaut oder die Frau quasi im Unternehmen eigentlich so ein bisschen hinterher so immer ist und gar nicht so im Vordergrund steht, sondern eher der Mann Sachen vorantreibt. Extrem wichtiger Punkt. 2 Punkte sind extrem wichtig. André, da kannst du auch gleich noch was zu sagen. Mhm. Die offene Kommunikation in Bezug auf, hey, was beschäftigt mich gerade als Unternehmer und warum kann ich nicht diese Verantwortung und das auch liefern, was du erwartest für mich als Familienpapa und als Ehemann, dort eine Beziehung aufzubauen, also eine Beziehungsebene aufzubauen, sodass auch gegenseitig Verständnis aufgeführt wird. Der Gegenpart dazu ist es aber auch, dann, wenn ich dann meine Firma abgeschlossen habe und zu Hause bin, die Verantwortung zu tragen, auch da einen Cut zu machen und zu sagen, okay, jetzt trage ich Verantwortung für meine Beziehung, für meine Kinder, für meine Ehefrau. Und dieser Punkt ist extrem schwierig. Es ist nicht so, dass Frauen oder Männer kein Verständnis haben, sondern es ist die Schwierigkeit dahinter zu verstehen, warum ich gewisse Sachen nicht machen kann. Und ich sage ja immer eine Sache, das habe ich schon öfter gemacht, habt ihr auch schon öfter gehört. Wieso nehmen wir uns der Verantwortung gegenüber Kunden und so extrem an und tun alles für die,
Aber das andere, was eigentlich extrem wichtig für unser Leben ist, unsere Familie, unsere Frau, unsere Kinder, rückt automatisch in den Hintergrund, weil wir wissen, okay, sie ist trotzdem für mich da, egal was ich eigentlich mache, aber es darf nicht in den Hintergrund rücken. Und was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist, was oft schief geht, ist es einfach zu sagen, okay, ich strebe jetzt eine Veränderung an, ich bespreche das mit meiner Frau, ich ermögliche mir Freiheit zu nehmen, um an meinem Unternehmen zu arbeiten, um nachgelagert Zeit zu haben, ich aber in dieser Zeit gar nicht so liefere, wie ich es tatsächlich gesagt habe, und die Frau irgendwann die Ernsthaftigkeit dahinter verliert und sagt, ja, quatsch du mal, das erzählst du mir ja schon seit 2 Jahren, dass du was ändern willst, machst es aber nicht. So, nichtsdestotrotz will er das ja trotzdem machen, aber ja. Die Ernsthaftigkeit dahinter, sich selber ernst zu nehmen und wirklich einfach zu sagen, so, jetzt mache ich mal einen Cut hier mit dem Handy und mit der Firma und ich nehme mich dieser Sache an. Ja. Dadurch ja. wird viel wichtiger. Und das war ja auch ein großes Thema bei uns. Ne? Also nicht nur bei mir, sondern auch bei euch. Und ich glaube, dass das ein großes Thema bei vielen auch ist. André, wie hast du es geschafft, tatsächlich zu erkennen, dass beides extrem wichtig ist, aber wenn es hart auf hart kommt, eigentlich nicht eigentlich, sondern dass die Familie dort an allererster Stelle steht. Viele sagen immer, Familie steht an erster Stelle, aber die Taten sind ganz andere, als ich spreche. Ja. Das, ja. Das stelle ich auch immer bei mir immer wieder fest. Ich will noch nicht behaupten, dass ich durch diesen Prozess durch bin. Es war für uns sicherlich damals das Thema zu sagen, okay, wie wollen wir das Ganze weiterführen? Geht Sabine raus? Also wir waren ja an dem Punkt, geht Sabine raus aus der Firma? Und ich mache das irgendwie alleine weiter, weil ich zu dem Zeitpunkt immer die Denke hatte, okay, das ist meine Firma, ich habe das eröffnet, ich bin ja auf Papier Geschäftsführer und das ganze Zeug. Und dass Sabine aber da genauso mit drin, genauso viel Herzblut reingesteckt hat, das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so gesehen. Ich war immer der in Verantwortung ist und so weiter. Und an dem Punkt habe ich auch für mich versucht, okay, die Alternative wäre es auf Augenhöhe zu machen, das zusammen zu machen, was dann auch weiterhin mein Wunsch war, weil sie in vielen Sachen halt einen anderen Blick hat. Also auch gerade was auch so Mitarbeitersachen angeht, wo sie oftmals die wesentlich besseren Ideen hat als ich. Ja. Wo ich sage, ich will das eigentlich zusammen haben, und wir haben dann für uns so ein Format gefunden, das heißt Partners in Crime. Cool. Und so haben wir das Ganze genannt, war für mich vor allem eine Umstellung zu sagen, ich entscheide nicht mehr hier allein, oder sondern ich teile mich mit, meine Ideen, meine Gedanken, wo wollen wir hin? Mhm. Und dass wir da vieles gemeinsam besprechen, dass jeder klar so ein bisschen seine Bereiche hat, aber dass man trotzdem den anderen mal teilhaben lässt, nach dem Motto, okay, das denke ich ist jetzt der richtige Weg, oder was denkst du darüber, oder schau mal, ich würde das jetzt so machen, was denkst du darüber? Klar, nimmt man nicht jede Idee auf. Das ist wie bei den Mitarbeitern. Das ist manchmal, sagt man, okay, das ziehe ich jetzt so durch. Ja. Aber oft genug sind das Ideen, die dann, wo ich sage, ja, stimmt eigentlich, ist die bessere Idee, passt, habe ich übersehen, oder ja, ist ein anderer Blickwinkel. Und so bereichert sich das Ganze. Und so wird es dann wirklich aus 2 Teilen mehr als die Einzelteile. Mega, ich finde es geil, dass ihr der Sache einen Namen gegeben habt, denn das Ganze macht es dann immer viel, viel einfacher. Ja, also das ist wirklich voll krass, dass wenn man Sachen einen Namen gibt, direkt weiß, wie man eigentlich schalten muss oder wie man sich verhalten muss oder in welcher Phase befinden wir uns gerade. Ja, oder man kann Erinnerung. Manchmal sagt die Sabine, hey, hör zu, was du da jetzt machst, das hat mit Partners in Crime immer viel zu tun. Also, ja, stimmt. Ja. Ja, also eigene Regeln für sich aufzustellen. Ja, ist extrem wichtig. Und kennst ja noch mein Bild, was ich immer male, so dieses Hoch und Runter, was wir immer haben. Egal, ob's immer aufwärts geht, haben wir in dieser Aufwärtsspirale immer Höhen und Tiefen. Wenn du das langfristig betrachtest, dann geht's zwar hoch, wenn du das aber, ja, sagen wir mal, du betrachtest das auf einen Monat, dann geht's hoch. Betrachtest du es aber auf den Tag, hast du immer Höhen und Tiefen. So, und was ist jetzt aber in diesen Höhen und Tiefen, was ist jetzt deine Mitte? Und dort mal wirklich auch 2, 3 Ankerpunkte zu haben, sowas wie Partners in Crime, ja, dort Regeln aufzustellen oder ja, gewisse Sachen immer wieder anzugehen, extrem wichtig. Du hast was Cooles gesagt, ich bin immer noch nicht durch mit diesem Prozess. Ja?
Du hast erkannt, dass es ein Prozess ist. Das ist schon mal erstmal mega wertvoll. Ja, viele denken, das geht ja von heute auf morgen. Nee. Wie reflektierst du diesen Prozess? Du warst ja auch letztes Jahr jetzt beim Elite-Training dabei. Da hatten wir eine extrem intensive Zeit, was mega cool war und extrem gearbeitet haben. Was hast du für dich so, ein, zwei Tipps vielleicht für unsere Zuhörer, was ist für dich so extrem wichtig nochmal, Sachen, wenn du Sachen nicht so vorankommst, wie du dir das wünschst? Wie reflektierst du solche Sachen und wie gehst du dann mit diesem Prozess dann auch weiter um? Ich führe immer wieder mal so ein bisschen Tagebuch, wo ich so Sachen reinschreibe, die mich beschäftigen, auch so Fragen, die dir dann manchmal das Hirn zermartern und diese kleinen Stimmen, die dich irgendwie ständig runterziehen, sagt dem Motto, wenn mal irgendwas eben nicht so läuft und du an so einem Tief hängst, dann kommen ja diese Stimmen so, ey, du bist der größte Depp, was hast du da eigentlich vor, was machst du eigentlich? Ja. Willst ja Chef sein oder wie auch immer. Und dann mal zu sagen, nee, ich bin Chef. Und wir haben schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Und jetzt überlege ich mir einen Plan, wie ich da rauskommen kann. Und dann macht man das halt so weiter. Das sind solche Sachen, die ich für mich herausgefunden habe, die mir gut tun. Ich bin jemand, wenn ich so Sachen schreibe, dann sind die auch für mich, sag mal, verarbeitet. Ich muss die auch nicht mehr oft lesen und so weiter. Manchmal, klar, blättert man mal eine Runde zurück. Mhm. Was man viel zu selten macht, so Sachen, wie wir gestern Abend eben gemacht haben, was haben wir jetzt eigentlich schon alles erreicht? Weil auf einmal war da eine Liste mit 10 Punkten, wo wir gesagt haben, ja doch, eigentlich so wenig ist es gar nicht. Wir haben heute Morgen ein kleines Showfix gemacht und haben uns einfach mal so an die Wand gemalt, was nochmal so alles offen ist, auch wenn es im Trello drinsteht. Und dann konnten wir jetzt aber auch eine Sache, die jetzt gestern kam, Päckchen mit so kleinen Aufklebern. Damit ist ein Ding einfach ab, hat die Sabine einen Haken gesetzt bei einer Geschichte, dass man sich solche Sachen immer wieder hervorholt und auch vielleicht mal in so Showfixen sagt, hey Leute, ich weiß, wir haben viele Sachen offen, wir kommen vielleicht jetzt gerade nicht so vorwärts. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber schau doch mal, da sind wir jetzt wieder einen Schritt gegangen oder dass man das auch ja da offen ist und kommuniziert. Cool. Solche Sachen. Und ja, wie gesagt, ab und zu mal spazieren gehen und drüber nachdenken, was einen so beschäftigt, Inhalte, so aus diesem Tagesgeschäft raus. Ich schaffe das auch nicht immer, dass ich mal das Handy ausschalte oder wirklich auf die Seite lege. Aber das sind eigentlich so die Momente, wo man das gut machen kann. Mega. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen persönlichen Austausch jetzt noch am Ende. Extrem wertvoll. Ich muss ehrlich sagen, mich macht das sehr, sehr stolz, dass ich erstmal solche Menschen in meinem Coaching oder in meiner Beratung drin habe, die mit mir diesen Weg gehen, die ja schon auch viel erreicht haben, aber sich nochmal auf gewisse Sachen einlassen, egal in welcher Lebensphase wir uns befinden. Extrem wertvoll, dass deine Frau auch mit dabei war. Ich schätze euch wirklich als Menschen sehr. Ihr seid mega drauf. Ihr habt eine geile Firma. Ihr seid mega coole Herzensmenschen und absolute geile Chefs. Ja, und steht einiges noch bevor, bis ihr... aber das Coole ist einfach, dass wir mit voller Freude und Power und mit innovativen Ideen die Sachen angehen könnt. Wir haben ja weiterhin auch Kontakt. Du bist auch nächstes Jahr wieder beim Elite-Training dabei. Da habe ich mich extrem drüber gefreut, dass du auch dabei bist. Ich danke euch vielmals für diesen tollen Podcast. Danke dir. Danke auch nochmal an Lisa, dass sie das Gespräch damals so mitgemacht hat. Sehr gerne. War für uns auch einfach... War ein Wendepunkt. Ja, sehr cool. Freue mich extrem drüber. Jetzt, ich habe eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ihr hört ja meinen Podcast und mein voriger Gast, der stellt immer eine Frage. Mein letzter Gast war der Martin Schwarz, guter Unternehmer, der so Finanzgeschichten macht. Ich bin gespannt, was da drin steht. Ihr müsst die Frage beantworten und dann auch aufschreiben. Schreiben könnt ihr jetzt nicht, sondern ihr müsst mir sie diktieren und ich schreibe sie für den nächsten Gast auf. Also. Jetzt bin ich gespannt. Ah, coole Frage. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, wenn er heute vor dir stehen würde? Der erste Impuls ist: trau dich. Und red viel mehr mit Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Ja. Such dir Leute, die an sich arbeiten und geh das Thema
gehe das Thema an. Hab da keine Scheu vor. Ja, cool, danke dir. Das würde ich und du? Sabine? Ich würde sagen, du hast keine Ahnung, wie geil das Leben noch wird. Geil. Sehr, sehr cool. Mega. Ja. Cool. Habt ihr eine Frage vorbereitet? Ja. Die Frage, ich habe sie nicht 1000%ig ausformuliert. Was? So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Liebe Leute, unsere Zuhörer, unsere YouTube-Gucker, wenn ihr weiter Input haben wollt, hört meinen Podcast, schaut YouTube an, schaut euch meine Sachen an, hört die Folgen an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne über Instagram, dann beantworte ich euch auch schon Sachen. Wenn ihr Bock habt, uns mal live kennenzulernen, kommt einfach mal zu unseren Live-Events, denn wir fressen keinen auf, wir sind ganz normale Menschen und ganz normale Leute, die authentisch sind und einfach gerade raus, ja, raushauen, was wir denken. So lebe ich das, so lebt das mein Team. Und so wollen wir das. Das können wir bestätigen. Ja, danke euch. Das war krass. Nochmal kurze Sache. Wir hatten beim Handwerkskongress ca. 90 Leute, 25 Partnerbetriebe. Und dann habe ich natürlich mit jedem Einzelnen gesprochen. Und dann bin ich zu einem Teilnehmer hingegangen und sag so: Hey, ich bin der Libo, was machst du eigentlich so? Warum bist du hier? Und dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt: Dass du jetzt mit mir redest, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich sag, wieso soll ich denn nicht mit dir reden? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne dich ja nur von Social Media. Ich sag, hör mal, ich bin ein ganz normaler Typ, Handwerker, so wie du. Also ja. Das ist so krass, dass viele immer denken so, hey, ich weiß gar nicht, auf was lasse ich mich da überhaupt ein. Ne, deswegen sag ich es halt auch immer wieder, wie wir sind. Und wir haben super geiles Feedback bekommen, dass wir tatsächlich auch authentisch sind, wie wir uns geben. Ja. Und das bestätigen natürlich auch immer wieder solche tollen Menschen, wie ihr es seid. Das macht mich extrem stolz. Viel stolzer macht mich sowas, als zu sagen, hey, mein Coaching ist super geil und wir helfen euch. Sondern für mich ist viel wichtiger, dass wir auch so rüberkommen, was wir vorantreiben wollen. Dass mein Coaching gut ist und wir viele Sachen haben, weiß ich. Ja, und das war's, glaube ich, jetzt für heute. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, super. Wir danken. Ich freue mich schon auf die Folge, denn ich ziehe mir selber jede Folge immer rein. Immer wieder. Wir sind auch schon sehr gespannt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute für eure weiteren Lebensjahre. Aber wir sind ja nicht aus der Welt. Wir haben ja immer noch. Wir hören uns ja noch. Wir sehen uns noch. Wir haben noch Kontakt. Ansonsten. Alles gut. Dankeschön. Ciao, ciao. Wir danken. Macht es gut. Ciao, ciao.